Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Irland, genauer gesagt bei JJ Corey und der berüchtigte, nicht existierende Bonders Blend Nummer 2, Irish Whisky. Warum sage ich der nicht existierende Whisky? Weil es gab ganze 60 Flaschen davon und nochmal mir gehören zwei davon. Also ich habe hier tatsächlich, vielleicht können wir das reinschauen hier. Einen Moment. Also da unten seht ihr eine 13 von 60 Flaschen. Halbliter Flasche, 130 Euro dafür bezahlt. Die gehen momentan weg für sage und schreibe 400 Euro auf Auktionsseiten zurzeit. Wow, also JJ Corey, das ist Louise. Louise habe ich interviewt, endlich in Limburg. Wir haben uns da getroffen, was für mich einfach so schön war. Seit 2 Jahren sind wir dabei, uns gegenseitig online zu folgen. Und als ich einfach die Dame sah, wir haben uns umarmt. Wir kennen uns. Also, obwohl ich uns persönlich noch nie gesehen habe, allein durch jetzt hier Mareike Spitzer von www.irishwhiskey.de, die ihre Importeurin ist, haben wir uns einfach mal immer wieder übereinander ausgetauscht. Und auch weil ich ihr Blog verfolge und auch immer wieder kommentiere, ist das ganz gut. Das ist Blenders Nummer 2. Wenn ich die Geschichte richtig im Sinn hatte, war Mareike sogar dort oben und Louise war da in ihrer Blending House oder ihrer Lagerhalle am Blenden, kam irgendwie nicht zurecht und Mareike kam dazu, hat ein bisschen geholfen. Das ist 33% aus dem Fass 11233. Das ist eine 16 Jahre alte Irish Whiskey gelagert in der Tennessee Whiskey Fass. 33% vom 11221. Auch wiederum 16 Jahre alt Tennessee Fass. Dann 16,5% vom 1197. 16 Jahre alt, wird langweilig, Tennessee Fass und dann am Ende 16,5% von einem 27 Jahre alte Ex-Sherry Fass Nummer 8086. Also das ist schon richtig krass, alles Information steht denn da drauf. 27 Jahre alt, wenn dieses Fass vorbei ist, ist die vorbei und leer. Louise hat nicht wieder eine davon. Womit hätte ich das vergleichen können? Nein, das ist nicht der Blenders Bond. Hier oben steht Flintlock Nummer 1. Das ist tatsächlich dann identisch mit diesem. Da sind die drei gleichen 16 Jahre alten Fässern da. Allerdings, da fehlt der 27 Jahre alte dazu. Und deshalb ist das hier ganz wichtig, dass wir hier ein bisschen das vergleichen können. Wenn man nicht genau hinschaut, sehen sie auch sehr, sehr ähnlich. Auch vom Etikett und so weiter, ob das Absicht ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber ihr merkt auf der Rückseite, hier also steht Flintlock 1, hier steht Bonders Blend Nummer 2. Also richtig cool. Hier ist keine Nummerierung drauf. Hier ist die Nummerierung unten. Wow. Dass ich da Teil dieser Geschichte sein darf, finde ich irgendwie cool. Ja? So, für mich die 27 Jahre alte ist einfach Limette. So, ich fange einfach mal an hier. Das ist Lemon Cream. Lemon Tart. Also eine herbe Zitrone-Schlagsahne-Sache. Also hier drüben, da ist viel, viel dunkler. Also interessant, das ist heller, obwohl das mehr von den 27 Jahre alt ist. Diese drei 16 Jahre alte Whiskys, die gereift sind, denn dort in den Tennessee-Fässern und jetzt in der Dunge House. Also Lagerhalle, denn da mit den Tonboden bei Louise, dort ganz nah an der Küste. Sie sagte selbst, die einzige Vögel, die immer wieder fliegen um ihr herum, sind Möwen. Also sie ist so dicht dran an der Küste, dass das so ist. Das ist richtig schön. Die hat diesen Beruf, also auch diese Bezeichnung Bonder wieder einfach mal zu Leben erweckt dort in Irland. Eine sehr, sehr schöne Sache. Ich beschreibe nochmal und gehe ein bisschen in Detail. Einen Moment. Lemon Custard. Genau, Lemon Custard ist das. Mm.
Also, es gibt bei Dunkin' Donuts eine Bavarian Cream, also als Füllung. Und wenn man die Bavarian Cream zusammenmixt mit einer, wenn man eine Möbel, Mörmel, also einen Röhrteigkuchen macht, und obendrauf kommt eine Schicht als Zitronenglasur. Glasur für Zitronen zusammen mit dieser cremige, schöne Sache innen drin bei der Bavarian Cream am Dunkin' Donut. Bam, bam, das ist das hier. 46, nee, 48,5% sind wir jetzt hier. Wenn ich es nochmal im Kopf habe oder aufgeschrieben habe, richtig. Hier sind wir bei 46%. Deshalb, hier ist nur die Flasche Nummer 50. Ein Moment. 50 von 420 war das. Nee, 650. Kann ich umgekehrt lesen. Also viele dieser Sachen in dieser Preiskategorie sind tatsächlich handnummeriert. Also ist teuer das Zeug, über 100 Euro auch hierfür. 130 dafür. Jetzt mittlerweile jenseits von Gut und Böse in Secondary Market war halt eben, es gab nur 60 Flaschen. Ich weiß, irgendjemand hat auf ein Irish Whiskey Forum geschrieben, ich habe eine Flasche von dem Bonders Nummer 2 bekommen, und alle sagen, nö, gibt's nicht. Und er sagt, doch, aus Deutschland. Also, irgendwann geht meiner in Auktion der zweite. Also, es ist nicht, ich kann nicht mit gutem Gewissen von meinen Leuten hier, die meine Sample-Flaschen jetzt immer bestellen, sagen, ja, ich teile das gerne für 250 Euro. Da würde ich lieber einfach mal irgendein Collector dann dort glücklich machen. Und mein Bankkonto auch ein bisschen glücklicher machen, ja? Schön, also alt. Also ich habe richtig da Cedarholz, also Zedernholz da drin. Und hier auch, schön, schön, schön. Aber hier ist eindeutig meine Zitronenglasur, oder genau, meine Zitronen, meine Limette-Glasur, auch wenn man mexikanisch manchmal isst oder Tex-Mex, am besten eine Limette ausdrücken über alles einmal. Da gibt es einen wunderschönen Moment dabei. Ich verkoste, einen Moment. Wow. Oh, cremig, sahnig, oh, fruchtig, also Limette, schon wieder Zitrone, Vanille, ein bisschen Malzigkeit kommt da durch. Eine halbe Sekunde lang dachte ich, oh, da ist sehr viel Spitzigkeit, aber sofort war er wieder im Einklang mit sich. Also wunderbar zusammengemixt. Also eine sehr fragile, ist nicht richtig gesagt. Feminine Whisky, also da ist nicht eckig und kantig, das ist nicht hier, also irgendwie Boom, ein Bourbon, das ist kein Stag oder sonst irgendwas jetzt hier von einem Booker's, sondern das ist eine reife, solide, steife Dame. Gut ist das. Wow. Nun, kann der Flintlock Nummer 1 überhaupt mithalten? Da fehlt ihm diese 27 Jahre alte Komponente dabei, aber vielleicht doch ein bisschen fast. Also davon eine von der 500 Flaschen dazu bekommen, ist wesentlich einfacher als eine von den 60, die schon längst weg sind, was so abzubekommen. Also, der ist sehr gut, aber der ist genial. Also hier fehlt diese cremige, sahnige, runde Moment. Wow, also der Abgang ist richtig schön. Also Mundgefühl dann ein Tick wässriger als das hier, 46 gegen 48,5%. Der wirkt einfach nicht ganz so reif, nicht ganz so akkurat, nicht ganz so korrekt, nicht ganz so hochnäsig wie hier. Der hat ein bisschen mehr Ecken und Kanten. Meine Frau hat neulich den Film Titanic wieder angeschaut.
Und da ist dann Jack und Blair, wie heißt sie nochmal, die junge Dame, Blanche. Also Blanche und ihre Mutter. Wenn ihr die Mutter nochmal vor Augen habt, das ist hier. Die ist so abgetrimmt. Perfekt. Das ist hier Blanche, also Weggeschirr, ein bisschen wild noch, ein bisschen, also Haare überall und richtig hier gibt es mir lecker. Aber hier muss ich schon Richtung 1 minus gehen. Also der ist schon. Das ist schon eine Nase, an der man sich satt riechen darf. Am liebsten würde ich fast die alle Moleküle hier durch die Nase, Scheidenwand, hier irgendwo rein in meinen Körper aufnehmen. Leider ist die Flasche schon der Rest versprochen. Sorry, Leute. Auch am Ende. Also, ja. Also auch der Abgang, der diesen Nachklang und den Worten von Florian Bocca zu benutzen, ist bombastisch. Also dieses 27-Jährige druckt richtig durch. Man merkt den Unterschied zwischen den beiden enorm. Ist schon krass, was da ist. Und wenn du mich fragst, würde ich sagen, die haben fast zu viel von den 27er reingetan. Ich glaube, man hätte fast eine ähnliche Wirkung haben können mit vielleicht nur 10%. Keine Ahnung. Denn wenn einmal das weg ist, ist es weg. Und ich bin so überglücklich, das mal hier ein Glas zu haben. Yay. Danke. Danke, Louise. Danke auch denn da, Mareike. Und danke auch denn hier alle meine Zuschauer, die immer wieder Irish Whiskey bei mir gekauft haben. Und dadurch könnte ich so etwas einfach blind so kaufen. So, 1 minus. Kann ich aber nach 1 hochgehen, ist die Frage. Ist da, ja, da ist ein kleines Hauch von meinem Bitterkeit am Ende. Würde ich lieber den Redbreast 21 haben oder das? Ehrlich gesagt, der Redbreast 21 schmeckt mir besser. Das ist runder, das ist frisch, das ist sehr zitronenlastig. Und der Redbreast hat dunkle Noten und einfach durch den Sherry und der Bourbon-Reifung und der Single Pot Still ist da eine ganz andere Komponente, was der nicht hat. Das ist einfach dreifach destillierte, gute Whisky hier, der einfach eine schöne, schöne, tolle Reifung angenommen hatte durch diese Tennessee Whisky Fässern und diese Ex-Sherry Fass. Also perfekt. Also 1 minus bleibt. Preis-Leistung. Also, momentan ist 130 Euro für die Flasche Schnäppchen gegenüber die Preise, die momentan auch denn dort auf dem Sekundarmarkt erzielt werden. Deshalb, also, ich habe echt mit mir einfach ein bisschen gerungen. Also, ich dachte, oh, 130 Euro kann ich. Oh, doch, habe ich schon gekauft. Und das habe ich schon oft gemacht bei Mareike. Also, ich habe jetzt hier gerade eben irgendeine 14 Jahre alte Irish Whiskey gekauft, in dem Billy Walker irgendwo drin involviert war. 149 Euro! Also für 0,7 Liter allerdings. Hier haben wir 0,5. Also, die können Preise verlangen. Zum Glück ist da die Flasche beinahe verteilt. Also, ich habe länger gewartet, bis ich bestellt habe, bis einige sich gesammelt hatten an der an der Anfrage. Ach, Leute, was die Irish Whiskey Welt sich momentan leisten kann, also da geht das im Scotch so weiter. Das ist schon und da, sowieso Bourbon, was 100 Dollar für eine Flasche in Bourbon momentan ist, gar nichts. Also denk an die Woodford Reserve Master Collections. Also die laufen auch um die 150. Auch Woodford Reserve, wie war das denn? Barrel Strength oder Cask Strength, das war auch denn 160 Euro. Krank ist das momentan. Und deshalb Preis-Leistung 4. Mein Bauch möchte sagen 2 minus. Also mein Vernunft sagt ein 4, mein Bauch sagt 2 minus. Also nimmt was, welche Note ihr haben wollt, weil 60 Flaschen kommen.
Also, das war schon ein Geschenk, auch bei 130, so eine Flasche zu kriegen, von so einem Whisky, von so einer Dame, von so einem Projekt, der da ist. So, von daher, also 2 Minus. Ein bisschen jetzt hier Leidenschaft dabei. Whisky Jason hier, meine Frage des Tages ist: Welche Whisky, eurer Meinung nach, ist einfach zu teuer? Ja? Welche Whisky ist einfach zu teuer aus Irland? Ja, also ich könnte einige Sachen hier rausholen. Ich werde wahrscheinlich gar nichts Bewusstes rausholen. Ich nehme einfach mal den Dunhill Three Crowns. Es gibt eine Peated Variation, eine Variation, der ist okay. Aber dieses Zeug ist so ätzend. Und der hat fast 50 € gekostet. Zum Glück ist die Flasche, da sind noch 10, 15 cl da drin. Das war ein Fehlkauf bei mir. Also, welche andere ist einfach zu teuer? Ja, genau. Ich lasse es einfach dabei. Three Crowns von Dunhill ist meine Whisky, der zu teuer ist. Ich könnte anderen auch auswählen, garantiert. So, Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Bitte liken, bitte abonnieren, bitte immer wieder auf meine Sample-Liste schauen. Ihr könnt, die sind alle unten übrigens, Sample-Liste, oder ihr könnt einfach mal anschreiben, whiskyjason@gmail.com. Amazon, unten einen Link klicken, irgendwas anderes kaufen, Bücher, also Autoreifen, Toilettenpapier, was auch immer, Whisky. Also, jeden Tag kommt ein Video raus, am Sonntagabend, wie immer 21 Uhr Livestream. Ich sage vielen Dank und bye bye.